Hallihallo, hier ist mal wieder Jana aus dem Homeoffice und heute geht es wieder um das Thema Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit gutem und gesundem Essen. Denn ich und meine Kollegin, so sagt man es ja, stellen euch heute zwei Alternativen vor von krummem Obst und Gemüse. Krummes Obst und Gemüse wird nämlich oft im Handel aussortiert und wird dort nicht akzeptiert. Das heißt, Lidl, Rewe und wer auch immer, die meisten bieten nur das an, was wirklich der Norm entspricht. Aber eine Banane ist nicht immer krumm und auch ein Radieschen ist nicht immer klein. Das heißt, es gibt nämlich Händler, die sich darauf spezialisiert haben, dass auch das krumme Obst und Gemüse an den Mann und die Frau kommt. Und ich werde euch heute einmal querfeld vorstellen und meine liebe Kollegin Anne wird euch einmal heute Etepetete vorstellen. Viel Spaß! Hallo, ich bin Anne und ich schaue mir heute für euch die Etepetete-Box an. Aber was ist eigentlich diese Etepetete-Box? Sie wird übrigens auch krumme Retterbox genannt. Warum? Weil das Gemüse krumm ist. Oder vielleicht auch abgebrochen, zu klein oder zu groß. Also all das, was weggeworfen werden würde, weil es nicht im Supermarkt schafft, kommt in diese Box rein. Was natürlich an der Qualität nichts auszusetzen hat. Denn die Obst- und Gemüsesorten kommen alle von zertifizierten Biobauern. Die Siegel sind mit dabei. Online könnt ihr einsehen, welche Zertifizierungsnummern sie haben, wie sie ihr Gemüse anbauen. Und das Schönste ist, dass quasi das Gemüse direkt vom Feld in diese Box landet und somit dann bei euch zu Hause. Ihr könnt entscheiden, ob ihr die Box einmal in der Woche oder alle zwei Wochen haben möchtet. Das Abo ist übrigens jederzeit kündbar. Die Box kommt portofrei und ihr könnt euch aussuchen oder auswählen zwischen Obstboxen, Gemüseboxen, Mixboxen, Rohkostboxen. Es gibt auch Snackboxen, also sowas wie Müsli und Riegel und Chips und sowas dabei. Oder auch die Retterbox, da sind so Grundnahrungsmittel wie Pasta, Waffeln, Linsen, wenn ihr sowas mögt. Und auch das kommt im Abo zu euch nach Hause. Alles kommt komplett plastikfrei. Also es wird alles nur mit Pappe verschickt, auch das Rezept, was beigelegt ist. Und somit tut ihr nicht nur euch und eurer Gesundheit etwas Gutes, sondern auch der Umwelt. Und zu den Kosten. So eine Gemüsebox in der Single-Haushaltsvariante, also es reicht für ein bis zwei Personen, kostet 21,90 Euro. In der Family-Variante sind so drei bis vier Personen, also so kalkuliert, kostet 27,90 Euro. Die Obstboxen sind so ein, zwei Euro teurer. Aber je nachdem, welche Box ihr bestellt, in welchem Abo, variieren natürlich die Preise. Aber dafür, dass es halt auch ganze 8 Kilo sind, die hier drin waren, lohnt es sich auf jeden Fall. Und Porto fällt ja auch nicht an. So, was haben wir denn da? Einmal ein Kürbis, eine Aubergine. Die ist etwas kleiner, wahrscheinlich kann sie deswegen nicht in den Supermarkt. Wir haben ganz, ganz viele Zwiebeln und schöne große. Und ohne Witz, wir haben die größten Radieschen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Dann haben wir kleine Gurken, wahrscheinlich auch zu klein für den Handel. Die Radieschen sind wahrscheinlich zu groß, will das feine Volk nicht. Zwei Zucchinis, da freut sich der Hund drüber. Dann haben wir noch einige Möhrchen. Letztes Mal waren die viel größer, aber genauso lecker. Paprika. Ah, das ist eine rote Beete. Ich dachte, es wäre Mangold, weil ich nur die oberen gesehen habe. Und noch ganz viele Kartoffeln, die alle auch gut aussehen. Also ich verstehe es nicht, warum das nicht in den Supermarkt kommen sollte. Ich stelle euch heute die Lebensmittel Retter Querfeld vor. Das ist ein Unternehmen, was sich 2016 gegründet hat und mit Sitz in Berlin und B-Ware, also sozusagen krummes Obst und Gemüse, was so nicht mehr verwertet werden würde, im normalen Betrieben oder in normalen Supermärkten weiter an den Mann gebracht wird. Und seitdem bringen sie ihr ganzes krummes Obst und Gemüse, was noch total perfekt ist und doch total super schmeckt, nur eben anders aussieht, eben an Großküchen oder auch an Kita-Küchen. Und beliefern so umweltfreundlich eben die Verbraucher. Doch nicht nur mehr die Küchen werden beliefert, sondern du kannst auch als Endverbraucher hier zum Beispiel in Berlin jetzt Sachen von Querfeld bekommen und ich habe das Ganze mal ausprobiert. Denn Querfeld arbeitet mit der App Too Good To Go zusammen. Dazu haben wir auch schon einen tollen Text gemacht und auch ein Video.
das haben wir auch weiter unten hier einmal verlinkt, das könnt ihr euch anschauen. Darüber könnt ihr nämlich Lebensmittel bekommen von Restaurants oder auch Supermärkten, die am Ende des Tages übrig sind und bezahlt dafür weniger Geld und rettet somit Lebensmittel. Deswegen vertreibt auch Querfeld jetzt für den Endverbraucher darüber krummes Obst und Gemüse und ich habe das Ganze mir heute selber mal abgeholt und mal geschaut, was ich dafür so bekomme. Also bin ich vor Ort hingefahren, habe dort eine Box bekommen. Das heißt, da standen ganz viele Boxen, alle waren ähnlich, mit den ähnlichen Produkten drin. Also bei einem war vielleicht mal eine Kartoffel mehr, bei dem anderen, weiß ich nicht, eine Gurke mehr. Aber alle waren so abgewogen, dass es genau 3 Kilo sind und die 10 Euro habe ich ja vorher schon bezahlt. Das heißt, eine nette Dame vor Ort in den Örtlichkeiten von Querfeld hat mich das dann einmal abwischen lassen, also auf der App, was sie normalerweise macht, aber in Corona-Zeiten soll man das ja lieber selber erledigen. Und dann habe ich meine ganzen Sachen einmal in eine Tasche umgepackt, weil ich bin dann natürlich mit dem Fahrrad wieder nach Hause geradelt. Was haben wir alles hier drin gehabt? Naja, also das ist dann schon einiges, was mich hier erwartet. Für 10 Euro habe ich eine Aubergine bekommen. Eine 2-Spitzpaprika, 1, 2, 3 normale Paprika, 2 Gurken, ganz viel Knoblauch, auch ganz viel großer Knoblauch, den ich so nicht kenne aus dem Supermarkt. Ich nehme das Ganze mal vor. Ganz viele verschiedene Zwiebeln. So, wie viele Zwiebeln haben wir hier? 5, 6, 7 Zwiebeln habe ich bekommen. Ich rück mal zurück. Dann noch 3 Pfirsiche. Oh, 8 Zwiebeln. 2 Tomaten. Und 2 Kartoffeln. Das ist meine ganze Ausbeute für 10 Euro. Und ich muss sagen, also dafür, dass es B-Ware sein soll, finde ich, man sieht dem Ganzen das auch gar nicht wirklich an. Also das, was als B-Ware deklariert ist für den freien Markt, macht für mich gar keinen Unterschied, weil auch oft ist es bei Bio-Obst und Gemüse so, was ich abhole, dass es nicht immer perfekt ist. Ach so, genau, bei Querfeld ist auch alles Bio, nur zur Info. Natürlich sieht die Aubergine nicht ganz perfekt aus, so wie wir sie vielleicht kennen. Und auch der Knoblauch ist ein bisschen, ja, weiß ich nicht, anders gewachsen als sonst. Die Spitzpaprika ein bisschen krumm und die Paprika ist vielleicht auch nicht so gegeben, wie wir sie kennen. Aber es ist ja auch total egal, weil am Ende soll es schmecken. Und ich verstehe gar nicht, warum jemand diese arme Gurke nicht mehr lieb haben wollen würde, nur weil sie nicht so perfekt gewachsen ist. Ich kann aber sagen, dass ich mit diesen 3 Kilo für 10 Euro echt zufrieden bin, was ich hier bekomme. Ich habe es direkt aus der Umgebung bekommen. Ich finde es total gut, dass es auch das ist, was sonst weggeschmissen werden würde. Das heißt, anstatt mal die Wahl zu haben, kriege ich auch einfach mal Dinge, die ich sonst so nicht habe. So wie wir das ja auch bei Anne jetzt in ihrer Box gesehen haben von Ete Petete. Und man probiert auch mal Sachen aus oder benutzt Lebensmittel, die man vielleicht sonst gar nicht benutzen würde. Ich glaube, preislich ist es auch ein echt gutes Angebot. Ich habe mal durchgerechnet, also 10 Euro für 3 Kilo kann man echt sich gegen sagen, besonders weil alles Bio ist. Sie ist sogar umgerechnet ein bisschen günstiger als die Ete Petete Box, weil bei der Ete Petete Box sind laut der Seite 4 bis 5 Kilo drin. Und sagen wir mal, es ist eine Obst-Gemüsebox gemischt Bio, bezahlst du, glaube ich, rund um die 25 Euro. Das heißt, ja, meins ist dann auf jeden Fall günstiger. Dafür muss man aber auch sagen, dass bei Ete Petete alles nach Hause geliefert wird. Und bei Querfeld muss ich mir die Sachen selber abholen. Wie kannst du als Endverbraucher an die Produkte von Querfeld kommen? Dafür brauchst du einmal die Too Good To Go App, die ich vorhin schon erwähnt habe, die auch für alle anderen Lebensmittel super ist. Guck gerne mal unten in unsere Verlinkung rein. Da haben wir auch einmal ein Video und auch einen Artikeltext zu Too Good To Go. Ich wohne hier in Berlin und habe das Glück, dass Querfeld direkt seinen Sitz hier in der Nähe hat und darüber kann ich mir für schleppe 10 Euro
zu einer bestimmten Zeit, heute noch von 14 bis 18 Uhr, eine Lebensmittelbox abholen mit einem Gesamtgewicht von 3 Kilo. Das heißt, Obst und Gemüse sind da drin bunt gemischt. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet. Und kann die dann hierüber über die App reservieren und bezahlen. Gehe dann damit los zu dem Standort, der mir angezeigt wird. Hier einmal direkt bei mir um die Ecke. Und komme dann dort an und kann mir dann direkt meine 3 Kilo Lebensmittel abholen. So einfach ist es. Und dann habe ich direkt noch ein bisschen Obst und Gemüse gerettet. Und das alles in Bio. Mein Fazit, ich bin auf jeden Fall zufrieden und werde das Angebot auch noch öfter nutzen. Ich mache sowas ja auch total gerne und werde sehr glücklich sein mit meinem ganzen krummen Obst und Gemüse und habe auch gar kein Problem damit, irgendwie sowas zu Hause zu haben. Und ich hoffe auch, dass ihr das vielleicht mal ein bisschen öfter nutzt, solche Angebote, weil wir damit natürlich auch total gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen.